Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video bewerte ich eure Frisuren. Naja, bewerten ist ein bisschen zu viel gesagt. Sagen wir es mal so, wir sprechen heute über eure Frisuren da draußen. Denn bewerten ist immer ein bisschen schwierig, denn über Geschmack lässt sich bekanntlicherweise streiten. Und da möchte ich natürlich auch niemandem zu nahe treten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Kritik äußere zu einer Frisur, bitte nicht persönlich nehmen. Ganz im Gegenteil, ich möchte einfach, dass ihr da draußen das Maximalste aus eurer Frisur rausholt. Und aus dem Grund möchte ich euch einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das machen könnt. Ihr habt mir per WhatsApp oder per E-Mail ein Bild von eurer Frisur geschickt. Und Leute, seid ihr krass, alter Schwede. Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute Bock drauf haben und mir so viele Nachrichten schicken. Also erstmal Daumen hoch für dich da draußen, der den Mut hatte, mir ein Bild zu schicken und Bock auf diese Aktion hatte. Weil da gehört natürlich auch immer ein bisschen Mut dazu. Bei der Vielzahl der ganzen Nachrichten konnte ich jetzt nicht alle Frisuren berücksichtigen. Das ist natürlich logisch. Aber wenn das Format gut ankommt, dann könnt ihr euch sicher sein, dann wird das Video nicht das letzte gewesen sein. Aber jetzt genug gequatscht, lasst uns loslegen. Let's go! Als allererstes mal richtig cooles Bild. Kann man nicht anders sagen, no homo oder so, aber das Bild gefällt mir echt richtig gut. Also wenn du das Bild bei Instagram reinstellst, da bin ich mir sicher, da kommen die ersten Nachrichten von einigen Chicks. Aber unabhängig vom Bild, Lederjacke steht dir richtig gut und die Frisur steht dir ähnlich wie die Lederjacke auch richtig gut. Wenn man sich das so anschaut, dann könntest du, also jetzt, das ist echt jetzt Meckern auf mega hohem Niveau, also erstmal Daumen hoch für deine Frise, für den Style, alles top. Wenn ich jetzt hier noch was verändern könnte, ja, dann wäre es zum Beispiel zum einen der Bart. Ja? Also ich glaube, die würde sehr gut Bart stehen. Einfach mal ein bisschen mehr Bart stehen lassen. Dann hast du auch einen Kontrast zwischen Bart, deinem Fade an den Seiten und deiner Frise, wird dir sicherlich sehr gut stehen. Ergänzend dazu kann man möglicherweise diesen Fade, man sieht an der Seite, also du hast einen relativ krassen Cut, also beim Fade drin, man könnte den Fade einfach noch ein bisschen mehr auslaufen lassen. Das würde dir auch ganz gut stehen, also das ist echt Meckern auf mega hohem Niveau. Aber das wäre auch noch so ein Ding, was man machen könnte. Und zudem, ja, es gibt bald ein Video zum Thema Trendfrisuren 2020, mach deine Haare einfach ein bisschen lockiger. Ja? Kannst ein bisschen durchstrubbeln, wird dir auch sehr gut stehen. Aber all in all, Daumen nach oben. Der nächste Kandidat hat eine relativ basic Frisur. Ja? So eine ähnliche Frisur hatte ich damals auch. Mit so einer Frisur kann man eigentlich nichts falsch machen als Mann und viele Männer tragen so eine Frisur. Was ich hier verändern würde, sind zum Beispiel die Seiten. Ja? Also hier an dieser Stelle, man kann einfach die Seiten ein bisschen kürzer machen. Ja? Dann hat man einen größeren Kontrast zwischen dem Deckhaar und das finde ich ganz gut. Das hat der Kollege davor relativ gut gemacht. Das würde ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. Und auf jeden Fall, du hast ja glatte Haare, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Da musst du gucken, welches Produkt da ein bisschen mehr Struktur in deine Haare reinbringen, da probier einfach mal ein bisschen aus. An dieser Stelle kann ich dir einen Clay empfehlen. Das würde dir auf jeden Fall auch ganz gut passen. Der nächste Kollege ist ein ganz anderer Typ, ja, aber auf dem ersten Bild auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ. Ja, mit dem kann man bestimmt guten Bier trinken gehen, da bin ich mir sicher. So ein bisschen Holzfäller-Look. Langer Bart, lange Haare, ja. Gefällt mir, gar keine Frage. Sieht echt richtig gut aus. Was man hier vielleicht machen könnte, ist einfach entweder die Haare ein bisschen länger wachsen lassen, dass man vielleicht auch sogar einen Manbun machen kann, oder einfach ein bisschen mehr Schnitt reinbringen. Ja, geht beides, das würde ich dir empfehlen, aber ich finde den Look echt, ich verstehe den Look, ja, also gefällt mir. Wenn ich jetzt aber das zweite Bild anschaue, dann muss ich dir sagen, dann würde ich möglicherweise, da meckere ich jetzt ein bisschen mehr rum, also A, beim Bart, da würde ich einfach ein bisschen mehr auf die Konturen achten, das ein bisschen gepflegter halten. Wie gesagt, ich verstehe den Look. Ich verstehe, dass du so ein bisschen Holzfäller-Look, so ein bisschen rougher aussehen willst. Du bist auch ein kerniger Typ. Aber an den Lippen zum Beispiel, da würde ich einfach ein bisschen mehr Schnitt reinbringen. Da kannst du auch zum Barber gehen und sagen, hey Kollege, mach mal meinen Bart wieder schön. Nicht so piekfein wie bei mir, muss ja nicht sein. Aber du kannst auch einfach zum Barber sagen, hey, lass den einfach ein bisschen lockerer den Bart und ein bisschen natürlicher und nicht ganz so piekfein rasiert. Geht ja auch. Und deine Haare glänzen auf dem Bild jetzt hier ganz doll. Da würde ich an deiner Stelle ein bisschen aufpassen. Auf dem vorherigen Bild, auf dem Bild hier, sieht das top aus. Hier glänzende Haare, ich weiß nicht, ob du da Gel in die Haare reingemacht hast, sieht fast so aus. Das würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, also lass die Finger weg von Gel. All in all mag ich den Look sehr und mit dir ein Bierchen trinken ist bestimmt ganz spaßig, da bin ich fest von überzeugt. Jetzt haben wir einen etwas jüngeren Kandidaten, der, so wie es aussieht, gerade auch beim Friseur gewesen ist. Ja, vom Schnitt her finde ich gut, ja, ist okay, du bist wahrscheinlich auch sehr jung. Was ich allerdings
nicht so geil finde, ja, ist tatsächlich die Farbe, die du auf dem Kopf hast. Also ja, das sieht irgendwie nach Gelb aus. Ich weiß nicht, was du da dem Friseur gesagt hast, aber von der Farbe her finde ich das jetzt nicht ganz so ideal, ja, sondern das, eher das Gegenteil. Da musst du vielleicht einfach dem Friseur sagen, ganz genau, was du haben möchtest. Ja? Ich meine, es sei denn, du bist jetzt BVB-Fan und findest die Farbe ultra gut. Ich würde dir hier eher ein richtiges Blond empfehlen oder zum Beispiel so ein Platinblond, ist auch echt sehr trendy. Aber so ein Gelb, nee, muss ich dir ehrlich gestehen, finde ich gar nicht cool. Vom Schnitt her finde ich es okay, finde ich gut. Aber das Gelbe, ja man, du hast auch eine gelbe iPhone-Hülle. Vielleicht bist du tatsächlich BVB-Fan. Dann ist es okay, aber du siehst auf dem Bild auch nicht ganz so glücklich aus, muss ich sagen. Wenn du auch dann nicht zufrieden bist mit der Färbung oder mit dem Schnitt, kann ich auch an alle da draußen jetzt hier in diesem Video nochmal sagen, ich merke das ganz oft, dass viele Leute zum Friseur gehen und dann zum Beispiel nicht ihre Meinung sagen. Ja? Also wenn es dann zum Beispiel denen nicht gefällt, dann gehen sie nach Hause und meckern dann zu Hause rum. Leute, wenn euch das nicht gefällt, wenn der Friseur Scheiße gebaut hat, wenn die Farbe nicht passt oder wenn der Schnitt scheiße ist, dann sagt das direkt. Leute, das ist ja, ihr zahlt da ja für, das ist ja eine Leistung und wenn ihr nämlich zufrieden seid, ehrlich raus und sagt einfach, ey, guck mal, die Kontur da gefällt mir gar nicht, das ist ein bisschen verschnitten. Einfach sagen, gar kein Problem. Zum nächsten kann ich direkt mal sagen, geil Mann, du hast Eier in der Hose, hast dir einfach mal deine Haare lang wachsen lassen. Deshalb schon mal Daumen nach oben, Kollege. Von der Haarstruktur hast du identische Haare wie ich. Da kann ich dir direkt auch schon zwei Produkte empfehlen. Du kannst dir wahrscheinlich denken, was kommt. Und zwar, erstes Produkt ist folgendes. Ein Arganöl für deine Haarpflege. Denn wie ich sehe, wenn ich jetzt ein bisschen ranscrolle, dann sieht man, deine Spitzen trocknen halt auch schon ein bisschen aus. Du hast halt trockene Haare, deine Haarstruktur ist identisch wie meine. Und deshalb musst du natürlich darauf achten, dass die Spitzen nicht irgendwann abbrechen, nicht zu trocken werden. Deshalb auf jeden Fall ein Arganöl zur Pflege benutzen. Und ja, zum Styling. 100% bestes Produkt für diese Haarstruktur, für lange Haare, dieses Produkt. Die Hair Defining Cream, auf jeden Fall, ja, wird das dein Lieblingsprodukt werden, schwöre ich dir in die Hand, zu 120.000%, du wirst dieses Produkt lieben. Mit deinen langen Haaren und deiner Haarstruktur bombastisch. Die Links zu den Produkten packe ich natürlich auch wie immer in die Infobox rein, kannst du gerne mal auschecken. Und auf dem zweiten Bild, was du mitgeschickt hast, bestätigt das nochmal meine Aussage, was ich davor gesagt habe. Haarstruktur ist identisch, wie bei mir persönlich. Der Bart steht ja auch, Bart auf jeden Fall stehen lassen. Ja, was soll ich sagen? Daumen nach oben. Das Einzige, was ich jetzt hier monieren würde, sind die Koteletten. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, mach das weg. Ja? Egal, was du da gemacht hast, egal, was du dabei gedacht hast, rasier das einfach weg. Punkt aus Ende. Ich weiß, das ist eine scheiß Stelle, weil das ist echt nicht einfach, an der Seite zu rasieren, gerade wenn man es selber macht. Und wegen so einer kleinen Stelle will man immer ungern zum Friseur gehen, um diese Stelle wegzurasieren. Ich mach das zwar, der Barber macht das bei mir, der rasiert das immer schön weg. Man kann das aber auch selber machen. Ich glaube, dazu mache ich einfach mal ein komplettes Video, ja? Weil das Problem hatte ich auch, habe ich auch und dazu mache ich einfach mal ein komplettes Video. Deshalb auf jeden Fall den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, dann wirst du auf jeden Fall benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja? Nicht vergessen. Der nächste Kandidat hat die identische Basic-Frisur wie einer der vorherigen Leute und so sah ich früher halt auch aus. Ja? So sah ich früher auch aus. Von den Haaren her ist eine Basic-Frisur und irgendwann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf die Frisur, ja? Das kann ich dir sagen aus eigener Erfahrung. Die Frisur ist okay, die passt auch zu dir. Du hast ein sehr rundes Gesicht. Wenn dein Bartwuchs irgendwann eintritt, würde ich dir auf jeden Fall vorschlagen, deinen Bart ein bisschen wachsen zu lassen. Das wird deinem Gesicht auf jeden Fall schmeicheln. Und du hast, so wie es hier auf diesem Bild zu sehen ist, wenig Struktur in deinen Haaren. Also ich würde auch hier dir empfehlen, ein Produkt zu wählen, das ein bisschen mehr deine Haare strukturiert, also dass deine Haare einfach ein bisschen mehr sichtbar sind. Weil das sieht auch so ein bisschen aus, ja, also man sieht eigentlich deine Haare kaum. Also an den Seiten sieht man ein paar Strähnchen. Und wenn du deinen Bartwuchs fördern möchtest, dann kannst du auch mal einen Bartroller ausprobieren. Vielleicht funktioniert der ähnlich gut wie bei mir. Dann hast du vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Bart und das wird deinem Gesicht definitiv schmeicheln. Yo, der nächste Gangster, Burak, was geht? Alter, du bist einverstanden. Das freut mich. Burak, deine Frise, top. Einfach top. Bart, richtig stabil, also du brauchst definitiv keinen Bartroller, du hast einen richtigen Maschinenbart. Alter Schwede. Deine Frise finde ich auch top, ja, der Übergang, also da sieht man auch diese Kontur, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, Kontur bzw. dieser Unterschied zwischen Bart, Fade und Frisur sieht bei dir top aus.
stabiler Bart, locken, ja, hast deine Haare ein bisschen lockig gemacht. Hier an dieser Stelle kann ich auch empfehlen, deine Haare vielleicht sogar noch ein bisschen lockiger zu machen. Würde dir auch gut stehen. Und den Fade, da ist natürlich echt einen krassen Fade, du hast einen Zero Fade drin, würde ich jetzt nicht unbedingt wählen. Du könntest vielleicht auch ein bisschen mehr stehen lassen, aber wenn du einen Zero Fade wählst, ist auch okay. Meine Güte, wir sind ja echt schon in der Champions League angekommen, also was Friesen angeht. Also damit liegst du auf jeden Fall mega im Trend 2020. Bei den nächsten Kollegen sieht dieses Bild ein bisschen nach Helm aus. Ja? Sieht weniger nach Frisur aus, sondern nach Helm. Ist nicht böse gemeint oder so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Denn wenn ich jetzt zum zweiten Bild rüber, also das sieht weniger nach Haaren aus, ja. Aber wenn ich jetzt zum zweiten Bild rüber swipe, da seht ihr, schaut euch das mal an. Richtig nice. Auf dem ersten Bild, ich swipe nochmal zurück, da sieht man gar keine Haare gefühlt. Ja? Das sieht so glatt, so picobello aus. Ist schon für mich ein bisschen zu glatt. Aber im zweiten Bild, da fliegen hier und da auch ein paar Haare rum. Und alter Schwede, hast du geile Haare, Mann. Und ich gehe davon aus, dass deine Haarfarbe deine Naturhaarfarbe ist. Ich glaube nicht, dass du deine Haare gefärbt hast. Hammer Haare. Du hast sehr dicke Haare, auch sehr, sehr, sehr glatte Haare. Und hier hast du auch in deine Haaren Struktur reingebracht. Das ist das, was ich beim vorherigen Kandidaten gesagt habe. Einfach mehr Struktur in deine Haare reinbringen. Das sieht viel, 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 viel besser aus. Also, wenn ich jetzt das vergleiche, das Bild hier, ja, zu dem vorherigen Bild, das sieht viel, 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 viel besser aus. Sieht richtig gut aus. Du kannst deine Haare auch ein bisschen durchstrubbeln. Steht hier richtig, richtig gut und mega Haare. Du könntest bei deiner Haarstruktur sogar deine Haare lang wachsen lassen und auch deinen Bart lang wachsen lassen. Also im Prinzip vom Look her identisch zu dem, den ich jetzt habe, würde dir auch top stehen. Den nächsten Kollegen habe ich einfach nochmal mit reingenommen. Der hat eine identische Frisur zu dem vorherigen. Deshalb gilt alles, was ich zu dem vorherigen gesagt habe, auch für dich. Allerdings habe ich den nochmal aus einem Grund mit reingenommen und zwar aufgrund seiner Augenbrauen. Ich habe den Fehler damals auch gemacht. Ja? Ich habe in meine Augenbrauen relativ krass zupfen lassen und dann hast du das Problem, das heißt das Problem, dann hat es schnell den Anschein, dass es sehr feminin aussieht. Und das finde ich bei dir auch. Da würde ich einfach deine Augenbrauen nicht ganz so krass zupfen lassen. Du gehst hundertprozentig zum Türken und lässt deine Augenbrauen mit einem Faden zupfen. Aber da empfehle ich dir, das nicht zu krass zu machen. Ich meine, ich mache das ja auch. Ja? Und bei mir sieht es auch nicht so mega feminin aus. Meine Freundin meckert auch immer. Hey, da hast du schon wieder zu viel wegzupfen lassen. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und deshalb habe ich dich nochmal mit reingenommen, weil wenn du deine Augenbrauen ein bisschen buschiger lässt, das sieht einfach ein bisschen männlicher aus. Aber ansonsten auch Daumen nach oben, top Frisur, top gestylt, top gepflegt. Diesen Kollegen habe ich nochmal mit reingenommen. Der hat mir zwar nur ein Bild von seinem Hinterkopf geschickt, aber den habe ich mit reingenommen aus folgendem Grund. Ich meine, eigentlich kann ich mit dem Bild wenig anfangen, aber der hat mir folgende Frage gestellt. Der hat mir das Bild geschickt und hat mich dann gefragt, Daniel, könnte ich folgende Frisur haben? Diese hier. Natürlich. Warum denn nicht? Wo ist das Problem? Wenn ich jetzt zurück swipe, gucke ich mir seine Seiten an, ja, und seine Haare. Alter, du hast brutal geile Haare, Mann. Was sind das für Haare? Killer. Ja, und so wie es scheint, hast du auch einen stabilen Bart. Und natürlich kannst du dir genau so eine Frisur wachsen lassen. Du musst halt nur die Eier in der Hose haben und wachsen lassen. Ja? Du kriegst natürlich ein paar Sprüche gedrückt in der Übergangsphase. Siehst du halt mal scheiße aus. Ja? Da musst du halt durch. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht, wie du die Übergangsphase ein bisschen besser überstehen kannst. Kannst du hier oben gerne mal auschecken. Aber wenn du nachher so einen Look hast, ey, da lohnt sich das allemal. Also Leute, wenn ihr euch eure Haare lang wachsen lassen möchtet, ja, die Frage kriege ich nämlich so oft gestellt, Daniel, würden mir lange Haare stehen? Einfach machen, nicht lange nachdenken, alle Zweifel da oben aus dem Kopf einfach löschen und einfach lang wachsen lassen. So Leute, jetzt seid ihr da draußen dran, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, welche Frise du von den vorgestellten Frisen am besten findest und warum. Schreibt es in die Kommentare rein, ich bin richtig gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Laura Scharf, diesmal ein Mädel bei den ganzen Jungs. Laura, vielen, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube und wenn du da draußen auch mal grüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Stissel. Weitere Videos zum Thema Frisuren findest du hier oben, meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich bedanke mich für alle Einsendungen, wünsche euch alle eine miese, geile Frise. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace out.